In den 1920er Jahren gab es in Colditz drei große Steingutfabriken, die das gesamte Sortiment an Haushaltswaren herstellten. Vasen, Kakaokannen, Dosen, aber auch Nachttöpfe, Tortenheber, Siebe und alles, was irgendwie die Hausfrau verlangte. Die Muster waren radikal, avantgardistisch. Und lassen uns heute an Gemälde von Wassily Kandinsky oder Kasimir Malevich denken. Sie knallten in den grauen Alltag und machten die Küche schön. Eine Tortenplatte. Leider war nach 1933 die Freude schnell wieder vorbei, denn die Reichskulturkammer empfand diese Dekore als entartet. Wir bieten euch 30 Datensätze mit Spritzdekoren der 1920er Jahre.